Moin moin Leute, mein Name ist ReFacer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video mit einer kleinen Frühlingsgrippe. Ich bin irgendwie, hat es mich ein bisschen erwischt und wir sind heute in den Events von SDR Rosé und von dem Tech Vegito Blue. Ich habe mir überlegt, ich mache so eine Art Team Showcase in einem Video mit beiden Events und nehme dafür halt die anderen Teams, um dieses Event zu schaffen. Was ich damit meine, werdet ihr gleich verstehen. Wir fangen erst einmal mit dem Rosé Event an. Es ist das neue Event mit einem neuen Schwierigkeitsgrad, damit wir die Medaillen für Rosé erfarmen können, damit wir ihn Token awakenen können. Ich bin wieder auf meinem iPhone unterwegs. Dadurch, dass ich die meisten Stones verbraten hatte, habe ich Bluestacks erstmal wieder beiseite gelegt. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut euch meine Summon-Videos an, dann wisst ihr das. Wir fangen mit diesem Event an, Beautiful Rose Colored Terror. Und wenn ihr auf I drückt, wie gewohnt, könnt ihr euch angucken, worum geht es im Event, was sollte man dabei beachten? Wir haben jetzt Z-Hard und Super 2, die neuen Herausforderungen für die anderen Medaillen, die wir für den neuen SDR Rosé benötigen. Wichtig dabei ist, dass er mit dem Passiv-Skill von diesen Einheiten, das heißt von sämtlichen Vegito Blues, von dem SDR Trunks, von dem Tech Trunks und von der Future Mai, der Int Mai, dass ihr da mehr oder weniger die ganzen... Ach, wie nennt sich das? Ihr könnt den Schaden, den ihr bekommt, verringern und mehr Schaden an ihm machen. Leider muss ich dazu sagen, dass ich hier nicht wirklich auf diese Sachen eingehen kann mit meinen Teams. Wir suchen erst einmal kurz einen Vegito Blue, der nicht ganz so schlecht ist. Wenn wir einen finden, ne? Der hat Super Attacke 1, der hat auch Super Attacke 1. Ein bisschen mehr hätte ich schon gerne. Der hat Super Attacke 10, nehmen wir den. Und das ist mein Team. Ihr seht, in diesem Team ist kein Trunks mit dabei, jedenfalls nicht der Future Trunks und keine Mai, weil meine Trunks und meine Mai einfach zu schlecht sind. Den STR Trunks habe ich nie gezogen, aus dem Grund konnte ich den nicht nehmen. Und mein Tech Trunks, der hat so 200.000 Schaden gemacht und da war es nicht genug, trotz, oh toll, ab in den Sprengfeld, trotz des Vorteils durch seinen Passivskill, war es trotzdem nicht genug, dass er sich mehr lohnt als andere Einheiten. Gib mir eine 4, danke. Und deswegen habe ich den weggelassen. Bei dem Vegito Blue Event ist es wiederum anders. Da habe ich einige Einheiten, die diesen Passiv-Skill haben, der eben gegen Vegito Blue besser ist. Wir fangen an. Ich muss sagen, ich finde das Vegito Blue Event für mein Team ein bisschen schwieriger als das eigentliche Event mit, wie nennt sich mit dem jungen Mann? Mit Maestro Rosé. Aber ihr seht, ich habe meinen Super Saiyan 4 Goku, ich habe meinen Super Saiyan 4 Vegeta mit am Start. Ich habe hier den Tech Vegito Blue natürlich, das ist jetzt meiner. Den hole ich auf Rota, weil ich die ganzen GT-Charaktere in der Rotation zusammenlasse. Oh Gott, das wird gleich richtig gut losgehen. Ja, schon die Hälfte des Lebens verloren. So kann es anfangen. Ja, ich hätte vielleicht den Vegeta doch dahinstellen können. Auch wenn er im Typennachteil ist, hat er eine sehr hohe Verteidigung. Habe ich gerade nicht drüber nachgedacht, aber nichtsdestotrotz. Also meine Rotation besteht daraus, dass die GT-Charaktere zusammenbleiben und ich die Vegito Blues dann, einer geht den Off-Router und der andere bleibt dann in der Rota, wahrscheinlich mit dem Super Saiyajin Gogeta. Ich habe meinen Maestro LR Trunks mit am Start, denn dadurch, dass ich Vegito Blue mit dem am Start habe, muss ich ja von jedem Typen einen im Team haben und meiner Meinung nach ist der Trunks eher die Einheit, die ich hier dann haben möchte. So, du brauchst eigentlich gar nichts, aber du kriegst die und Trunks kriegt die 4, dann macht er das. Oh, wir haben sogar ein paar mehr, das ist cool. Trunks habe ich dabei, weil er ja so einen automatischen Crit mit drin hat und hier wirklich helfen kann, auch wenn in der letzten Phase Rosé ja STR ist und er da einen starken Typen-Nachteil ist. Oh, mein Freund, Super Attacke 10 und macht einen richtig guten Schaden. Ist er eher so eine Off-Router-Einheit. So, da haben wir den Agility schon down. Ihr müsst bedenken, Vegito Blue ist eine Bombeneinheit. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dass er ein bisschen braucht, um richtig Schaden zu machen. Denn er bekommt ja pro Angriff, den er macht, insgesamt 15% auf seinen Angriff oben drauf, bis maximal 150%. Und dementsprechend braucht er ein bisschen so, um richtig Schaden zu machen. Wenn er aber Schaden macht, dann so richtig. So, du kriegst den hier, die lassen wir mal für den Trunks gleich. Du kriegst die beiden, ein bisschen was für die Dokkan-Attacke. So. Und gerade mit meinem Super Saiyan 4 Vegeta, mit dem Super Saiyan 4 Vegeta und Goku ist dieses Event eigentlich durchaus machbar. Also Vegeta ist hier der MVP, gerade bei der SDR-Phase, weil er zum einen super tanken kann und zum zweiten auch wirklich Schaden an dem macht, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und da haben wir 758.000 Schaden. Klar kann er mehr machen, aber er kriegt gerade mal zwei Zahlen, also 11 und 98 Schaden, das ist gar nichts. Wenn Super Saiyan 4 Goku jetzt auch noch critten möchte, ist die Phase auch fast vorbei. Nein, wollte er nicht, kein Additional, kriegt trotzdem keinen Schaden. Ich habe immer noch volles Leben. So, wer ist besser, ich oder... Oh Gott, mein Freund ist deutlich... Ah, wobei, er hat ja auch zweimal schon angegriffen, deswegen ist sein Angriff so hoch. Egal, wir machen das einmal so.
Das Problem an Vegeto, meiner Meinung nach, auch in diesem Event ist, es ist jetzt nicht so sehr gut tankt. Also vielleicht, wenn man halt den Pfad unten links macht, aber er kriegt, okay, hier 15.000, aber meiner würde schon 20.000, 30.000 Schaden bekommen bei normalen Attacken. Das kann wehtun, aber er kriegt durch seinen Passivskill, macht er wirklich guten Schaden an Rosé. Und deswegen, wenn ihr den habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den mit reinzupacken. So, wir sind jetzt schon in der letzten Phase. Oh, das ist doof. Das ist richtig doof. Ich mache es trotzdem so. Ich hole die mal auseinander. Wenn ihr euch fragt jetzt, und warum? Weil ich da hinten nicht komplett zerstört werden möchte. Und der wird da ein paar Mal angreifen. Und wenn ich Trunks da hinten habe, würde das richtig wehtun. Deswegen lasse ich mal den Gogeta in erster Stelle. Oh, und der, ah, super, der wird das Ganze auch noch kontern, den Angriff. Das heißt, in der nächsten Runde dürfte ich Rosé schon fast down haben. Ihr habt gesehen, Crit mit ihm, Konter-Crit mit nur 400.000, ist eigentlich für einen Super Saiyan 4 Gogeta wirklich nicht viel. Da merkt man einfach nur, wie viel Verteidigung Rosé eigentlich hat. Der trifft ja auch mit seiner Ulti normalerweise so für 1 Million. So, Trunks macht jetzt seine Ultra-Attacke. Hoffentlich crittet sie. Ja, die crittet 735.000. Ich sage ja, eingebauter Crit bei Trunks, das ist immer ganz cool. Und damit machen wir einiges an Schaden. Und du crittest auch noch. Also, da habe ich gerade richtig Glück gehabt in dieser Runde. Also, eine Ulti gekontert und 3 Crits. Und kaum Schaden bekommen. Das ist dann wirklich das, was hier noch einiges ausmacht. Und ich glaube, wir machen das jetzt so. Nein, wir machen das einmal so. Ja, wir machen das so. So, du kriegst die alle. Und ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass ich nicht genug habe für den Super Saiyan 4. Verdammt. Da habe ich nicht darauf geachtet. Ich hätte das alles auch ein bisschen anders machen können, dann hätten sie alle ultien können. Mal sehen, ob es trotzdem reicht. Ja, das reicht. Ja, super. Vegeto greift noch nicht mal an. Gogeta sagt sich, ich mache nochmal ein Additional. Und damit ist das Ganze auch durch. Und wir haben Rosé down. Klar, mein Team ist relativ stark, ist nicht unbedingt etwas, was jeder machen kann, aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Karten habt, dieses Team funktioniert relativ gut. Man kann auch den Gogeta zum Beispiel mit dem Super Saiyan 3 Goku, den Angel Goku, nehmen. Ich habe mich dafür entschieden, Gogeta zu nehmen, weil er zum einen den Konter mit drin hat und meiner Meinung nach auch ein bisschen bessere Verteidigung, nachdem er einen Ulti gemacht hat, wie Goku. So, damit haben wir Rosé besiegt. Ole ole. Und das ist mein Vegito Blue Team gewesen. Ich werde in nächster Zeit ein paar Team-Showcases machen, weil man mit ihm wirklich coole Teams aufbauen kann. Wie zum Beispiel ein 120% Team-Lead oder 120% Neo-God-Lead-Team. Und jetzt gehen wir in den Vegito Blue Event. Dieses Event hat auch, wenn ihr auf I drückt, auf Z hat und Super 2 holt ihr euch die neuen Medaillen. Und dann gibt es hier unten auch die Information. Diese Charaktere mit einem Passivskill können halt gerade viel Schaden an Vegito Blue machen. Das ist zum einen der neue STR Rosé, der alte Agility Rosé. Wir haben Zamasus, also den Agility, den Int, den STR. Dann haben wir den Ella Goku Black natürlich, den physischen Goku Black und auch den Tech Goku Black. Ich persönlich habe Zamasu nicht mit am Start, obwohl ich den STR Zamasu mittlerweile, also den habe ich und den könnte ich Dokkan Awakening, habe auch schon genug Medaillen. Habe festgestellt, dass ich mit dem STR Janemba dort ein bisschen besser aufgestellt bin, weil er relativ gut Schaden abwehren kann. So, das ist mein Team, das gucken wir uns auch gleich an. Auch wieder ein bisschen anders das Team, kann man unterschiedlich aufbauen. Bei mir ist es aber der Kern des Teams natürlich, mein STR Rosé. Dann haben wir den, mein LR Goku Black, weil die beiden sehr gut lenken und der LR Goku Black hier das Event unglaublich einfach macht. Dann habe ich den physischen Goku Black mit am Start, weil der einfach von seinem Passivskill halt ein bisschen mehr Schaden machen kann als andere Einheiten. Das war, glaube ich, dumm, wenn ich noch eine 1 bekomme. Oh, zum Glück nicht. Und dann habe ich halt mit anderen Extreme-Einheiten aufgefüllt, um zu sehen, okay, welche bringt mir am meisten. Den STR Janemba habe ich mit am Start, weil er gut blocken kann. Dann habe ich meinen LR Majin Vegeta mit am Start. Weil, warum nicht? Man könnte auch einen anderen reinpacken, aber ich dachte mir, ja, wenn man den schon hat, warum nicht? Und gerade hier in der ersten Phase ist er ganz gut. Und dann habe ich meinen Kid Buu mit am Start. Entschuldigung, weil der Kid Buu von meinen Int-Einheiten die ist, in den Extreme-Einheiten, die am meisten Schaden macht. Das ist mehr oder weniger, wie ich das Team aufgebaut habe. Und ein Schluck Kaffee, denn Kaffee am Morgen ist immer schön. So, den haben wir gleich down, glaube ich. Rosé funktioniert ein bisschen anders, wie zum Beispiel Vegito Blue. Der macht von vornherein seinen großen Schaden, kriegt ja Ki plus 3 und ich glaube, noch ein bisschen Boost für den einen oder anderen. Ich meine, für gegnerische Supereinheiten machen sie weniger Schaden und haben weniger Verteidigung und gegnerische Extreme oder eigene Extreme-Einheiten kriegen noch einen Boost dazu. Könnte ich mir gleich anschauen, aber erstmal machen wir hier. Sehr gute Rotation, ich habe meinen Ella Goku Black, dann habe ich hier meinen Rosé, dann habe ich den Janemba da hinten. Der Janemba, wie gesagt, ist hauptsächlich fürs Tanken da, also nicht wirklich um Schaden zu machen.
Aber der Elegoku Black muss erstmal ein bisschen, ein bisschen Schaden bekommen, damit er auch wirklich Schaden macht. Das ist ähnlich wie, ich glaube, Super 17 hat so ein ähnliches Konzept. Er hat jetzt zwar schon 1 Million gemacht, aber weil er hier einfach diesen Boost bekommt, durch seinen Passiv-Skill, genauso wie der Rosé. Und zack, 2 Millionen, unkritisch, allein nur durch den Boost. Und wir sind schon in der nächsten Phase. Hier haben wir dich. Und wir machen das mal ganz normal so. So, ja, dann kriegt ihr alle noch ein bisschen Boost. So, du kriegst eigentlich durch physische ein bisschen mehr, aber das ist egal. Dann machen wir es so. Ich möchte nicht, dass du deine Ultra-Attacke machst, weil die macht weniger Schaden. Aber die kann stunnen, aber der kann, glaube ich, sowieso nicht gestunnt werden. So, Goku Black trifft. Buh, für 558, dank des Passiv-Skills nochmal. Normalerweise würde er in so einem Event nicht so viel Schaden machen. Haben wir, ich glaube, das ist mein Freund Rosé. Mal sehen, was der hier rausholt. 1,6 Millionen. Und mal sehen, ob Vegeta den Sack zumachen kann mit 1,3, glaube ich schon. Ja, 273 zwar nur, weil er im Typennachteil ist. Nichtsdestotrotz vorbei. Also, ab zur nächsten finale Runde. LA Goku Black wird hier ein bisschen Schaden bekommen. Das ist okay. Das soll er auch ruhig mal. So, dann machen wir es so. Und ich habe auch richtig gut mit den Sphären, dass ich da wirklich mit allen Ultien kann. So, noch ein bisschen Schaden, damit er ein bisschen mehr Schaden macht. Also, er kriegt Schaden, dadurch macht er mehr Schaden. Ich glaube, ich muss ja auch so 10 Mal getroffen werden. Für 1,2 Millionen getroffen, da sage ich nicht nein. So, jetzt ist mein Rosé, glaube ich. Worlds of Chaos. Ich finde die Animation übrigens super genial. 1,4 Mille. So, damit haben wir Vegeta schon fast down. Und Kid Buu im Hintergrund wird jetzt nicht so den Mega-Schaden machen. Ist aber im Typenvorteil, heißt, er kriegt auch nicht ganz so viel Schaden rein. Dafür ist die Endeinheit hier eigentlich immer ganz gut. Mein Kid Buu ist jetzt nicht besonders stark, macht trotzdem 500.000. Da sage ich nicht nein. Macht genauso viel wie der physische Goku Black, der ja hier eigentlich im Typenvorteil ist. So, wir machen das mal so. Ich lasse Janemba am Anfang, weil er greift da zweimal an. Das werde ich einfach abblocken. Dann Rosé in der Mitte, weil ich einfach davon ausgehe, dass Rosé dann dementsprechend auch direkt den Sack zumacht und Goku Black gar nicht mehr zum Angriff kommt. Ja, 5000. Janemba, sehr guter Tank. Ich mache demnächst auch mal so ein Extreme Showcase von den SCR-Teams. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Da habe ich extra gewartet, bis ob ich Rosé ziehe, um dann dementsprechend das Ganze zeigen zu können. Zack, zack, zack. Worlds of Chaos. Bye, bye. 1,4 Millionen. Vegito Blue. Down. So einfach kann es gehen. Muss es natürlich nicht sein. Also gerade dieses Event. Und ihr seht, meine ganzen Leute sind noch nicht irgendwie Max-Level. Ich level ein paar davon, während ich spiele noch auf. Es ist natürlich ein Event, der sehr einfach wird, wenn man die richtigen Einheiten hat. Wenn ihr zum Beispiel LR Goku Black nicht habt, was die meisten ja nicht haben werden, ist es schon ein bisschen schwieriger, weil der hier wirklich gut tankt und guten Schaden macht. Dann würde ich vielleicht zum Beispiel tatsächlich den Zamasu reinpacken, weil dieser Linkskill ist wichtig. Der kann euch viel, viel zurückgeben und einen neuen Rekord mit 4 Minuten, weil der Linkskill sorgt dafür, dass auch etwas schwächere Einheiten vielleicht mehr Sinn machen als eine starke Einheit, weil sie einfach mehr Schaden an den Vegito machen. Solltet ihr ein bisschen rumprobieren und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es so gewesen ist, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne unten rein, mit was für Teams ihr die ganzen Events angeht. Und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder die Dokkan Battle Playlist anschauen. Und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.